Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Natürlich wieder mit dem Danger. Hallo. Und ich habe mal meine Rüstung gefärbt. So, wollen wir doch gleich mal gucken. Ich finde, die Schuhe sehen so richtig blöd aus. Ja. Alles so schön schwarz und dann kommen... Ja, nein. Das sieht aus wie Dagobert Duck mit seinen Gamaschen. So, das ist schon besser. Aber ich wollte halt einen roten Akzent haben. Den habe ich jetzt halt an meinen blutigen Händen. Was? Blutige Hände habe ich, immerhin. Sieht man auch cool, wenn man hier schlägt. Aber dafür habe ich auch nur 12 Siliziumperlen mitgebracht. Das ist doof. Ey, roher Fisch, meist doch aufs Feuer. Na, habe ich da hinten schon. Wollte ich dir nur mal zeigen. So, dann kann ich hier nochmal ein bisschen Sprit machen. Wow, hier haben wir 53 Metallbarren. Boah, so Fisch hätte ich jetzt aber auch Bock in echt. Boah, schon wieder 106 Metallbarren. Also das Metall hochdrehen hat sich definitiv gelohnt. 173 Metallbarren. Und dein GPS-Gerät liegt immer noch im Fabricator. Jo, das hol ich jetzt raus. Muss ich mal gucken. Ach so sieht das aus. So. Funktioniert denn das dann? 7 hier? Ah, das ist klar. Okay, das ist schon mal sehr cool. Finde ich gut. Oh, ich brauche Essen. Nom 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 nom. Nom nom. Mit unserem roten Tor. Ja. Ich finde, das sieht cool aus. Wollen wir uns nochmal einen Höhlenwagen oder was? Nee, ich wollte ja gucken. Narkotics. Was für ein Level hast du eigentlich? 71. Was hab ich? 71. Ah, cool. Passt. Ist keine so schlechte Idee. Ich würde nur erstmal eben. Steine brauche ich jetzt nicht. Was habe ich denn? Zementpaste jetzt bei mir. Ich überlege gerade, ich habe vorhin irgendwo einen Revolver gesehen, den nehme ich sicherheitshalber mal mit. Ach, nur wo war der? Wahrscheinlich bei Waffen, ne? Bei Waffen, genau. Bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Oh, 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 oh. Ah, lasse ich jetzt da. So, dann. Ja, dann ist wieder die Farbe rein. Ich mache dann noch eine Farbkiste, weil es nervt mich gerade schon ein bisschen. Dass ich immer bei den Bären mit reinschmeiße. So viel Farbe haben wir doch gar nicht. Ah, später schon. Da ist wer optimistisch. Jo, brauchen wir doch. Warte mal, Tierhaut. 15 Benzin hergestellt, das ist cool. Ach so, und was, ein paar Pfeile wären nicht schlecht. Hast du da noch welche drin gelassen? Ja, eigentlich schon. Also alles habe ich mir nicht rausgenommen. Wieso gucke ich denn da bei Rüstung? War doch bei Waffen drin. So, 44. Ich brauche Schießpulver. Was brauche ich dafür? Zündpulver und Holzkohle. Yay! Bastel ich nochmal ein bisschen Schießpulver. Damit wir wenigstens einen Revolver für unterwegs haben, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns auf unsere... Boah, ich stehe mal im Feuer, wenn ich das, den Kochtopf anmache. Der jetzt nicht mehr angehen muss. Ich überlege gerade, nehmen wir die Flugsaurier und lassen den Agi daheim. Ne, wir nehmen unsere, wir wollen doch erstmal einen Wassercave gucken. Achso, willst du das jetzt? Okay, von mir aus. Finde ich besser, ja. Du, nichts dagegen. Weil bei der einen Höhle, gut, da sind wir immer rausgeglitscht, ne? Da hinten, wo keine Gegner waren. Mit dann den Gegnern ist halt zu hart. Dann hatten wir eine gefunden, wo es geht. Wir haben uns nur doof angestellt bei den Gegnern. Ja. Wie geil. Hallo, geiler Werner. Nein, der heißt wirklich so. Aber brauchen wir noch einen Sattel für den? Nee, hat einen. Der andere Hai. Ja, hatten wir. Die waren komplett ausgestattet eigentlich. So, ich gebe ihm direkt. Was kann er denn gebrauchen? Ausdauer. Nahkampfschaden. Ich glaube mal jetzt nur Nahkampfschaden drauf. Mir geht's gut und selbst. Nahkampfschaden? Na, wäre eine Idee, ne? Achso, das kann ich mit Schwert bauen. Munition. So, Nahkampfschaden. So, dann habe ich 22 Kugeln. Für den Notfall. Und alles mal durchladen. Schwimm und Flosse. So, nur leider ist dieser Revolver nicht mehr blau. Mein alter war blau. Schnief. Ja, stimmt. Ach, ich habe ja noch ein bisschen Schießpulver. Ach, ich mache so viel Muni wie geht. Weil die Gegner in den Höhlen, die scheinen es ja eindeutig in sich zu haben. Und Metall haben wir mittlerweile genug.
Ich weiß gar nicht, ob in den Unterwasserhöhlen, da waren, glaube ich, keine Gegner. Man weiß es nie. Stimmt, man weiß es nie. Aber ich meine, ich hätte es gelesen, da gibt es keine. Das Problem ist immer nur der Weg, dahin zu kommen. Na gut, warte mal. Die Frage ist, auf dem Hai schießen kann ich eh nicht wahrscheinlich. Nee, dann so, kann man nur sagen, Bein in die Hand und tschüss. Du meinst Flosse in die Hand und gib ihm. Ja, genau. Flosse eher. Kommt drauf an, wen nimmst du? Ich sitze schon auf einem drauf hier, auf Flosse, glaube ich. Nee, auf Schwimm sitze ich. Ja, dann nehme ich halt den anderen. Ich hoffe mal. So, ich guck mal eben hier das Navi. Jo, das ist diesmal dein Job. Ich schwimme dir einfach. Moment, warte mal, ich kann das Navi nicht benutzen hier auf dem? Auf dem Agi konnte ich es benutzen. Wenn du es in der Hand hast, normalerweise dann in die Ego-Perspektive. So, warte mal jetzt. Ach nee, ich weiß warum. Du hast beide Hände da unten, ne? Ja, das ist es. Da muss ich mich erst immer hinstellen, was ein bisschen gefährlich ist. Aber Wasser, wir müssen hin 89,8. Was ja noch nicht mal so schlimm wäre, weil in der Zeit kann ich dich ein bisschen verteidigen hier. 36,8. Hey Gameplayer 299. Was ist ja richtig was los hier? Finde ich gut. Oh, mein Headset hat gepiept. Warum piept das? Akku. Ah. Sorry, jetzt piept's nochmal. Ja, genau. Ja, ich habe das Logitech Funk-Headset immer noch, nach wie vor. Aha. Nee, du, ich bin vergabelt. So, die nächste Höhle war, glaube ich, irgendwo da hinten, oder? Also auf jeden Fall erstmal aufs offene Meer raus. Ich kann ja blöderweise auch keine Karte aufmachen jetzt, wenn ich keinen Kompass oder kein Navi aufmachen kann. Hm, kommen wir hier überhaupt durch durchs seichte Wasser? Ja. Hier müssen wir definitiv durchkommen. Hä? Oder etwa nicht? Ah nee, das war bloß ein Stein. Ich wollte schon sagen. Das wäre doof, wenn wir die jetzt da hätten. Und kommen dann nicht mehr raus, weil die ja irgendwo drin hängen. Was gerade wieder der Fall ist. Nein, ich glaube, hier ist zu seicht. Ich habe die auch da reingekriegt. Das kann doch nicht sein jetzt. Doch, wir sind außenrum geflossen, geschwommen das letzte Mal. Ja, echt? Würde ich jetzt behaupten. Also, einmal da vorne rechts lang, bitte. Nee, ist richtig, ja. Wir haben die ja von hier vorne. Auch her. Naja, Vorteil daran ist, die Viecher sind ja relativ flott, ne? Ja. Sag mal, ist meine Ausdauer gerade? Miau. Ja. Er hat nichts mehr zu essen. Oh. So, warte mal, ich check schon mal hier. Ja, die Richtung ist so schon mal ganz gut. Na dann, auf geht's. Und man erkennt die Unterwasserhöhlen auch an Luftblasen. Ich glaube, da hinten ist ein anderer Hai. So, was haben wir hier? 83, 2, 30, 5. Hier geht's ganz schön tief runter. Ja, ja, deswegen. Also, ich will erst genau drüber sein, bevor ich das wage. Also, die Luftreserven hat meiner noch nicht. Wo bist du denn jetzt hin? Ich tauche wieder auf. Ich muss jetzt erstmal regenerieren. Boah, der hat schon wieder alles aufgefuttert. Oh, hier ist auch nichts im Inventar. So, jetzt haben wir 86,6, 32,6. So, ich könnte sogar von hier aus. Ich weiß halt noch nicht, ob ich irgendwas unter Wasser treffen kann mit dem Revolver. Wenn nicht, ich habe die Armbrust. Ja, ein bisschen muss ich noch.
will erstmal die Stelle haben, dann ist ja alles cool. Bis jetzt ist relativ ruhig, was Haiangriffe angeht. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Am Ende kommen wir aus der Höhle raus, unseren Megalodons dort. So, 35, 2, 36, 8. Da müssen wir noch ein ganz kleines bisschen hier in diese Richtung. 35, 7. Ach, so in den See hüpfen könnte ich jetzt auch. So, 6, 30, 3, Alter. Ich muss ja außerdem auch, warte mal. 89, das heißt, Richtung rechts zum Strand müssten wir dann auch noch weiter. Also mal schräg hier in diese Richtung. Okay, Meeresboden ist sehr weit unten. Na komm. 89, 8? 88,4. Ey, du, ist das krass? 88,9. Ich glaube, ich muss mehr Millimeterarbeit. Westlich, ne? In die Richtung erstmal. So, 88. Hä? Oh, es blendet das hier wieder. Also. 89,8 ist Richtung Osten. Nee, Quatsch, Richtung Süden. Und 36,8 ist Richtung Westen. Das bedeutet, Blululul. Machen wir erstmal hier die 36 jetzt voll. Hä? Nein, Richtung Osten. Falsch rum. Ja, das war jetzt ein Denkfehler. Aber passiert. So, 34. Was hatte ich gesagt? 36, 8. Okay. Koordinaten, Alter. 36, 9, okay, passt. Und jetzt noch 89, 8. Da hatte ich gesagt Richtung Süden, ne? Was? War ich richtig? Richtung Süden. Ja, und das war klar. Das ist scheiße. Hä? Ich werde angegriffen. Wo denn? Wo bist denn du? Ja, im Wasser. Da guckt man einmal nicht hin, da bist du weg. Nein, komm schon. Was ist denn das? Ich kann mich nicht draufsetzen. Boah, zum Glück hat er den gekillt, ey. Alter. Das war aber gut, dass wir den so hart gelevelt haben. 36,9, das passt. Und was hatte ich jetzt gesagt? Noch Richtung Süden? Muss ich mich mal drehen. Ich sehe dich nicht immer. Echt nicht? Bist du denn irgendwo hingeschwommen? Nö. Bist du bei der Insel oder? Oder bist du? Nee, das kannst du auch nicht sein. Ich schwimme hier links an der Insel vorbei. Ja, ich kann es dir sagen, dann musst du auf der Karte gucken. Ich bin bei 36,2 und der nächste Angriff. Mann! Oh, jetzt werde ich angegriffen. Aber von... Toll, unter Wasser kann ich also nicht schießen. Zumindest nicht mit dem Revolver. Oh scheiße, hier sind zwei Haie. Ja, jetzt habe ich auch ein Problem. Dass mir einer hinten dran hängt.
Nein, oh, dreh dich doch, Alter, was geht mit dir? Ich glaube, das wird nix. Einer ist tot. Zwei sind tot. Gut. Ich schwimme da zu diesem Fundament. Oder diesem Monument, besser gesagt. So, was hast du gesagt, bist du? 36, was? Bist ja ganz weit da oben. 36, 2? Ja, hier sind auch welche hinter mir her. Das ist das Problem. Monument? Das ist doch da hinten. Ja, ich muss erstmal einen Anhaltspunkt finden, wo du mir vielleicht eventuell helfen könntest. Ich sag doch, bist du links an der Insel vorbeigeschwommen? Nein. Ich war da noch nicht vorbei an der Insel. Gebt mir nochmal die Koordinaten. Geht schlecht, ich bin im Kampf. Schauen wir da, kämpft doch nicht so viel. Ja, das sind aber auch... Alter, der ist voll stark. Oh. Gehen wir mal auf den Nahkampfschaden. Oh, der hat rohen Fisch dabei. Außerdem kann das sein, dass mich hier Delfine mit angreifen? Eigentlich nicht. Boah! Da gab's aber viel grad. Warum hast du mich denn aus den Augen verloren? Oh, da, ich hab noch ein Hai hinter mir her. Ist nicht zufällig du? Da kommt noch einer. Alter, das ist ein bisschen heikel. Schwimm mal so gemütlich zum Ufer. Ich würde aber auch sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Danke fürs Einschalten. Bewerten nicht vergessen und ich würde mal sagen, hau darin bis dahin. Tschüss. Und wie immer, danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.